So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Home Sweet Home. Und ich hatte gehen jetzt mal rückwärts zurück, weil jemand was wissen wollte. Okay, die Tür geht von alleine zu. So. This is more than 10 years ago. Jetzt lese ich noch mal kurz vor, was da drin steht. Und zwar steht da genau. Quatsch. So. Ich habe den falschen gedrückt. Nee. So, zack. So, da steht: Universitätsschülerin Mr. Hoyos verschwunden. Eine Studentin an einer der bekanntesten Universitäten Bangkoks wird vermisst seit 2 Tagen. Wo sie zuletzt gesehen wurde, hatte sie um die Erlaubnis gebeten, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Sie hatte behauptet, unsagbare Bauchschmerzen zu haben. Und drüben steht Abandoned House Outside the City, also seltsames Haus außerhalb der Stadt. Das steht da. So, jetzt nehmen wir den The Schlüssel key. und gehen weiter. Boah, ich hoffe, ich krepiere jetzt nicht schon wieder, denn ich bin letztens schon krepiert. Muss das jetzt mal. It's chilly in here. Ich muss das jetzt mal Creepy. langsam schaffen, ey. Beim letzten Mal bin ich auch schon wieder krepiert. So eine Pisse. So. Weil einige Leute nicht mitgekriegt haben, was jetzt passiert oder was kommt. Drauf acht. Hey, you. Can you hear me? Alter, wie das Echo halt, ne? Ich bin mal so frei. Passiert da eigentlich was, wenn ich die Tür jetzt wieder aufmache? Nein. Okay. So. Hold to run. Okay, da ist die Tür gerade dicht gegangen. Thought it was something else. It's just a garbage bag. Wait. So.
Damn, where did she go? Vor allen Dingen würde mich mal eins interessieren. Sind das zwei, die hier irgendwie zufällig sind in dem Gebäude? Denn jetzt mal so spaßeshalber, wenn ich die Tür jetzt hinter mir öffne, die da, ist da eine Ziegelwand. Ich meine, wer mauert so schnell eine Ziegelwand dahin? Und da ist dann mit mal alles offen und die Tür ist weg. Das muss mir mal jemand erklären. What? That's blood! Okay. So. Boah, ich dachte gerade wieder. Ich weiß nicht, ob man den Spielverlauf ändern kann. Das weiß ich leider nicht. Normalerweise sollten da eigentlich zwei Mülltüten unten liegen an der Treppe. Da liegt aber dann komischerweise nur einer. Ich weiß nicht warum. What's happened here? Where's the exit? So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich beim letzten Mal schon krepiert bin. Allerdings will ich jetzt mal kurz warten. Ich lasse mich mal kurz einmal töten. Denn ich will wissen, ab wann ich laufen kann. Can I ask you something? Oh my god! What the fuck is this? Okay, coole Sache. Ist nur die Frage, schaffe ich das jetzt so schnell? Wir probieren es jetzt. So, continue. Continue, okay. Honey. Wake up. Ich denke doch nicht, was? Oh, my head hurts. Too much booze last night. Ist das dein verfickter Ernst? Okay. I'm up. Jan, is that you? Where the hell am I? Ich mach da dann mal schnell. I thought Jane was here, but never mind. I gotta get home. What's happened here? Where's the exit? Hey, you! Can I ask you something? Oh my god! What the fuck is this? Shit! Fuck! Ich hätte fast geschafft. Hey, you. Can I ask you something? Oh my god. What is this? Shit!
hab's geschafft. Was? 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 Warum? Hey, you! Can I ask you something? Oh my God! What the fuck is this? Shit! Oh, fick dich doch, ey! Das kann doch nicht wahr sein. Hey, you! Can I ask you something? Oh my God! What the fuck is this? Shit! Hau bloß ab. What was that? Alter. Nach 100.000 Versuchen endlich geschafft. Alter, Finn, das kann nur nicht angehen. Damn! Where the hell am I? Where's the way out? Furchtbar. Scheiß Ratten. Hier, das Bild kennen wir auf jeden Fall vom Anfang. Den Raum hier.
Ich weiß nicht mal, wie ich ins Menü reinkomme. It's chained. Rein.
Kommen Sie da jetzt nicht aus der Wand gerade? Ist das alles ein bisschen komisch? Was? Der Schrank ist gerade dicht gegangen. Auf jeden Fall hat sich hier einiges verändert bis jetzt. Number 5. Nummer 5. Wir machen erstmal von hier aus die Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge von Home Sweet Home. Ich war nämlich irgendwie der Meinung, dass hier eigentlich aufkreuzt irgendwie aus der Wand kommt, aber das sehen wir beim nächsten Mal. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal, reingehauen, weiterschauen bei Home Sweet Home.